Mal schnell Brötchen beim Bäcker holen und kurz halten, nur mal eben das Kind aus dem Kindergarten abholen und zack, Knöllchen an der Scheibe. Ärgerlich für die Autofahrer, sehr lukrativ für die Städte. Falschparker machen auch in Köln die Stadtkasse voll. Wir begleiten die Beamten auf Streife und hören kreative Falschparker-Ausreden. Ist das Ihr Fahrzeug hier? Ja, ja. Der muss bitte dringend weg, ja? Ja, ja. Ein Parkplatz. Jetzt sofort, ja? Ich warte. Köln, Altstadt. Sandra Lottner und Marcel Schön unterwegs im Auftrag von Recht und Parkordnung. Wie lange steht er schon? 10.28 Uhr. Ja. Im Visier der Ordnungshüter dieser Pkw. Eigelstein 93 bis 95. Ja, also das Fahrzeug steht jetzt hier fast eine Stunde im eingeschränkten Halteverbot. Und da wir hier eigentlich starken Lieferverkehr haben, werden wir das Auto jetzt sicherstellen, damit die Ladezone wieder befahrbar ist für die Lieferanten oder auch für andere. Plötzlich taucht der Parksünder auf. Wir haben einen Abschleppwagen bestellt für Sie. Ja. Weil der Fahrer verspricht, seinen Wagen sofort wegzufahren, drücken die Ordnungshüter ein Auge zu und machen den Abschleppauftrag ausnahmsweise rückgängig. Wir versuchen den jetzt zu stornieren. Ich brauche bitte, da habe ich keinen Einfluss drauf, ich brauche bitte einmal Ausweis, Papiere. Er hat Glück gehabt, ja. Sogar, er hat sogar ein Storno bekommen, das heißt, dass noch nicht mal die Anfahrtskosten auf ihn zukommen. Und dann bleibt es lediglich bei der Verwarnung von 15 Euro. Colonia für die 156. Ja, ich höre. Bitte einmal Stadt Köln. Feldgärtenstraße, Ecke Friedhof. Ja, verstanden, mache ich. Die Abschleppwagenzentrale schickt ihren Fahrer zu einem anderen Einsatz. Tim Holtermann soll im Stadtteil Köln-Niel einen falsch parkenden Pkw an den Haken nehmen. Tim weiß nie, was ihn vor Ort erwartet. Der Abschlepper kennt das schon. Bei der Sicherstellung ihrer Fahrzeuge werden manche Verkehrssünder aggressiv. Manchmal wird's handgreiflich. Viele rasten aus, wollen es nicht bezahlen. Manche wollen versuchen abzuhauen. 10 Fahrminuten später. Hallo. Morgen. Einmal links drüben, bitte. Ja, alles klar. Ein Mitarbeiter des hiesigen Ordnungsamtes hat einen Falschparker ausgemacht. Das Fahrzeug steht auf einem von einem Filmteam angemieteten Parkplatz. Gleich starten hier Dreharbeiten. Der Minivan steht im Weg. Im Weg oder besser gesagt im Halteverbot stand doch Josef Ciumanis Wohnmobil. Vor 2 Tagen abgeschleppt ist das Fahrzeug jetzt auf dem Hof des Abschleppunternehmens sichergestellt. Seinen Campingwagen darf der 49-Jährige erst mitnehmen, wenn er die Auslöse bezahlt. Ich bekomme jetzt von Ihnen 310,59 Euro. Oh. Okay, 300, natürlich tut das weh. 300 Euro, die einfach weg vom Fenster. Natürlich tut das weh, aber was soll man machen? Das ist ja. Was ärgert Sie jetzt am meisten? Am meisten ärgert mich, dass ich die Schilder übersehen habe. Zurück zu Marcel Schön und Sandra Lottner. Im Visier der Ordnungshüter dieser Pkw. Wer hier parken will, muss zahlen. Das Parkticket ersetzt der Fahrer durch eine Botschaft auf dem Armaturenbrett. Guten Tag, ich stehe vor Ihrem weißen Golf am Eigelstein. Können Sie bitte mal zum Fahrzeug kommen und sich entweder einen Parkschein ziehen oder das Auto umparken? Eine Viertelstunde später. Ihrer, ne? Hier müssen Sie einen Parkschein ziehen. Sie können ja hier parken, aber bezahlen. Parkschein. Der Italiener besucht als Tourist die Domstadt, versteht kaum Deutsch und bekommt eine Kurzanweisung zum Thema Parkscheinautomat. Ja, hier einschmeißen, bezahlen, weil ansonsten Auto weg. Okay. Ja? Okay, ja, bezahlen. Ja, alles klar. Bitteschön. Doch irgendwie scheint der junge Mann etwas missverstanden zu haben. Denn anstatt sein soeben gekauftes Ticket zu nutzen... Jetzt fährst du doch? Nee. Hä? Räumt der Fahrer seinen bezahlten Parkplatz, auf dem er jetzt eigentlich die nächsten 30 Minuten hätte stehen dürfen. Zum Erstaunen der Ordnungshüter. Er hätte hier stehen bleiben können, wenn er sich im Parkschein gezogen hat, was er ja auch gemacht hat. Aber anscheinend ist er dann doch weggefahren, aus welchem Grund auch immer. Aber ist mir natürlich rätselhaft, aber gut. Ein paar Kilometer weiter. Abschlepper Tim Holtermann soll einen Pkw aus dem Parkverbot entfernen. Ist es in diesem Fall für dich angenehmer, wenn der Fahrzeughalter nicht dabei ist, weil der ist ja nicht immer begeistert, ne? Ja, es ist angenehmer, weil man keinen Stress hat. Leider bleibt der dem Abschlepper auch diesmal nicht erspart. Als Tim mit dem sichergestellten Pkw wegfahren will, erscheint plötzlich die Besitzerin des Autos. Hey, lass mein Auto wieder los. Ich brauche das Auto. Ich muss passieren. Ist ja schon sichergestellt. Raus.
Hä? Sie müssen den Wagen jetzt bei Colonia auslösen. Machen Sie das bitte nicht. Ich habe einen Patienten, der sich zum Arzt bringt. Nein, mach das bitte nicht. Ich muss. Wir erklären das. Warum das denn? Ich bin doch hier. Mach das bitte nicht. Ich darf es leider nicht. Die Falschparkerin ist mit den Nerven am Ende. Kann sie Ordnungsamt und Abschlepper überreden, ihren Wagen freizugeben? Das Prozedere hat Josef Tschumani schon hinter sich. Über 300 Euro Auslöse hat der 49-Jährige für das Abschleppen seines Wohnmobils bezahlt. Doch der Ärger geht noch weiter. Als der Parksünder vom Hof des Abschleppunternehmens fährt, bemerkt er einen Schaden, der angeblich vorher nicht da war. Ich weiß nicht, was für Fahrzeuge, mit welchen Fahrzeugen sie abschleppen. Und meine größte Befürchtung, dass das Auto beschädigt wurde. Jetzt merke ich beim Fahren, dass das Rad eiert beim Fahren. Der Wohnmobilfahrer ist sauer, beschwert sich beim Disponenten. Ich vermute, dass das Fahrerseite vorne. Kann sein, dass ich mich täusche, aber das Eiern spürt man beim Fahren. Sie können gerne eine Runde mitfahren oder selber. Bleibt die Frage, was dem guten Stück bloß fehlt. Die Antwort darauf wüsste der Mechaniker des Abschleppunternehmens auch gerne. Feststellen kann ich so nichts. Die Laune ist es vorbei jetzt. Das Auto ist kaputt. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Ich weiß nicht, wo die das Auto seitlich gezogen haben. Ist es nicht feststellbar, war es durch uns oder nicht? Deshalb muss der Herr jetzt erstmal in die Werkstatt fahren, schauen, was es ist. Und dann können wir entscheiden, ob es durch uns entstanden ist oder nicht. Campingfan Youssef fährt in die Werkstatt seines Vertrauens. Ausgang dieser Geschichte offen. Nimmst du den? Ich nehme den hier, genau. Es ist Mittag. Dutzende Knöllchen hat das Team vom Verkehrsdienst Köln heute hinter Windschutzscheiben geklemmt. Beleidigungen renitenter Parksünder blieben diesmal aus. Als Politesse, so sagt Sandra Lottner, brauche man ein dickes Fell. Schimpfwörter fallen durchaus, ja, das werden aber welche? Die müssen, ja, Arschloch, blöde Kuh. Wie geht man damit um? Das muss man einfach ignorieren können, weil sonst ist man für den Job, glaube ich, nicht wirklich geeignet, wenn man auf jede Provokation anspringt. Das kann doch nicht sein. Es tut mir leid. Ich bin doch da, ich kann die Sache regeln. Provokationen schlagen auch Abschlepper Tim Holtermann täglich entgegen. Im aktuellen Fall ist eine 32-jährige Frau völlig verzweifelt, weil ihr PKW sichergestellt wurde. Um die Situation zu entschärfen, entschließen sich Ordnungsamt und Abschlepper, das Auto ausnahmsweise wieder freizugeben. B- und Entladen ist derselbe Preis für unsere Firma. Also ob ich den jetzt reinschleppe oder hier wieder ablade, daran ändert sich nichts. Die Kosten bleiben die gleichen. Die Abschleppgebühr von 136,80 Euro wird Tims Firma der Parksünderin trotzdem per Post zustellen. Morgen wird der 21-Jährige wieder unterwegs sein, um sich, genau wie Sandra Lottner und Marcel Schön, um die Falschparker der Domstadt zu kümmern.